Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Resident Evil Zero. Und genau, liebe Leute, wir waren hier beim letzten Mal weiter in dem Labor unterwegs. Und in dem Gebäude hier hinter uns laufen zwei Egel-Zombies rum. Mir macht es jetzt nur ein bisschen Angst, dass Rebecca noch da ist. Da ganz alleine in dem Gebäude. Und ich frage mich auch gerade, wo wir hier sind. Labor. Da ist auf jeden Fall ein Speicherpunkt. Das ist gut. Ein Speicherpunkt. Habe ich Farbänder im Inventar? Die habe ich natürlich vergessen. Ach. Aber hey, da ist eine. Ah, eine Flasche. Sehr gut. Da kriegen wir zumindest einen Igel zumindest erstmal weg mit. Kombiniere damit und das erstmal. Molotow-Cocktail jetzt erstmal ablegen, weil wir brauchen das Farbband hier, ne? So, Farbband mitnehmen. Und dann bitte einmal speichern tatsächlich, ja. Und dann mache ich mal überschreiben. Ich muss gerade mal auf mein Handy kurz gucken. Während er hier speichert. Alles klar. Das ging schnell. So, okay. Dann können wir die ablegen. Das Benzin eigentlich auch ablegen, ne? Ja. Wobei, was ist, wenn wir eine Flasche finden? So, wir haben hier gespeichert. Haben Molotow-Cocktails. Und was das hier für ein Bereich ist, es ist zu hoch, um herunterzuspringen. Was ist das denn da? Ach, guckt mal! Das ist so eine Gondel. Die sieht so aus wie bei Resident Evil 2, wo wir mit Leon und Ada gefahren sind. Erinnert ihr euch? Und mit Claire. Die Gondel sieht genauso aus. Okay, das heißt, wir werden irgendwann mit einer Gondel fahren. Das ist cool. Cool gemacht hier alles. Aber hier kommen wir nicht rein, ne? Die ist verschlossen, die können sie nicht öffnen. Okay, Freunde. Das heißt, wir müssen den Igel töten. Zumindest einen von den beiden. Das sind zwei Stück, ey. Mensch, Mensch, Mensch. Okay. Gib mir die Molotow-Cocktails. Und diesmal bitte nicht gegen eine Wand oder so schmeißen. Ich frage mich ja nur, wo der ist. Wo ist der? Der ist gar nicht hier. Der ist gar nicht hier, okay, interessant. Der ist gar nicht hier. Der eklige Egel. Der eklige. Okay, was ist das jetzt schon wieder hier? Neuer Bereich. Da liegt Schrotmunition. Ja, die nehme ich gerne. Können Sie nicht dran. Moment, bevor wir hier weitermachen, möchte ich bitte erstmal gucken, wo der Egel ist. Wartet mal. Der ist scheinbar auf einem anderen Stockwerk. Der ist da unten bei Rebecca. Ah, okay. Und das heißt. Ja, wobei, wenn wir zurückgehen, ist doch auch einer. Dann können wir den hier doch erstmal erledigen. Und den da unten können wir dann mit dem Granatenwerfer platt machen. Da haben wir ja noch zwei Schuss. Genau, hier ist doch auch einer. Mensch. So. Ja klar. Um die Ecke. Ist klar, Kollege. Ah, nein, 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 nein. Ah, das war dumm. Das war dumm. Schmeiß. Okay, lauf weg. Lauf einfach weg. Nein. Ich bin tot. Ich bin sowas von tot. Scheiße. Scheiße. Boah, ist der gemein. Das toll, da sind wir am Anfang der Folge direkt gestorben hier, ey. Aber okay, wir haben ja da gespeichert, das ist ja nicht schlimm. Das ist ja nicht schlimm, Freunde, das ist ja alles noch machbar. So, Laden beendet. Fortsetzen, bitte. Sie betreten eine Welt des Wahnsinns. Ja, das kann ich bestätigen. Das kann ich definitiv bestätigen, liebes Spiel. Das ist echt wahnsinnig hier, ey.
Okay. Okay, nimmst du bitte den Molotow-Cocktail? Danke. Das heißt, die müssen alle sitzen. Ne? Die Molotow-Cocktails müssen alle sitzen, damit wir einen Typen wegkriegen. Oh Gott. Und wenn die nicht treffen, dann haben wir verkackt. So einfach ist die Geschichte. Verschlossen. So einfach ist die Geschichte, Freunde. Die müssen alle sitzen. Und wir haben nur einen Versuch. Wir haben nur drei. Das heißt, stell dich schön in die Ecke, dreh dich um und nimm den Molotow-Cocktail in die Hand. Und du schmeißt den jetzt gleich drauf los, ja? Ja, klar, der kann durch die Wand oder was? Nochmal. Nein, nicht getroffen. Nicht getroffen. So. Aua. Schmeiß. Ah. Aber wir haben ihn. Oh, wir haben ihn, wir haben ihn, wir haben ihn. Sind aber kritisch. Aber irgendwo hier muss doch ein Aufzug sein, damit wir die Sachen an Rebecca runterschicken können. Wartet mal. Ach gut, der eine ist schon mal weg. Irgendwo hier muss doch in diesem OP-Raum. Ah, wartet mal, hier unten waren wir doch noch gar nicht. Noch eine Flasche! Die Etiketten sind so schmutzig, dass sie sie nicht lesen können, was da drauf steht. Was ist das denn hier? Eine Sammlung von Igel-Exemplaren. Knopf drücken. Eine der Kapseln glüht. Igel-Kapsel. Ah, was wir hier nicht alles für Zeug finden. Jetzt mal ehrlich. Igel-Kapsel gefunden. Untersuchen. Die Kapsel scheint einen Igel zu enthalten. Ja, da ist was drin. Schaut mal. Der Deckel lässt sich nicht öffnen. Vielleicht ist er mit einem speziellen Material versiegelt. Ah, und dafür brauchen wir diesen Verdünner. Okay, ich verstehe schon. Dann nimm bitte die Flasche mit. Wir brauchen ja noch mehr Molotow-Cocktails für den Igel da unten. Kombinieren. Sehr gut. Das Benzin können wir hier mal liegen lassen. Weil diese Kapseln enthalten menschliche Wesen. Ihr Gesicht ist ins Schmerz jetzt. Ach du Scheiße. Mensch, Markus. Und ich meine jetzt nicht die Serie. Was hast du hier getan? Verdammt nochmal. So, wir haben den einen Igel tatsächlich erlegt. Wir haben jetzt hier noch den Greifhaken liegen, aber irgendwie komme ich nicht zu Rebecca. Vielleicht in diesem OP-Raum dann. Na, ja, es hieß ja OP-Raum, ne? Ich bin jetzt halt nach der Karte gegangen, nach der. Oh Gott, erschreck mich nicht so! Erschreck mich nicht so, du bist unten, Kollege. Alles klar. Das heißt, wir müssten hier eigentlich irgendwo so einen Aufzug finden. Wir haben ja nämlich noch die Schrot. Ah! Boah! Alter! Oh Gott, das wird nach der mich erschrocken. Boah, und ich dachte, ich wäre tot. Boah, es wurde mit frischer bioorganischer Flüssigkeit gefüllt. Die hier umliegenden Geräte sind in Betrieb. Was? Ah! Was zu. Du wirst vor dem Zombie angegriffen. Ja, super. Und Rebecca ist jetzt natürlich nach einem Biss im gelben Bereich. Ich schreie hier rum, es tut mir leid, aber das erschreckt mich gerade ein bisschen. So. Ein Dokument. Akten zum Igelwachstum. Wieder sowas Ekliges hier. 3. Februar 1978. Schon eine ganze Zeit her. Habe 4 Igeln Tee verabreicht. Zunächst leben sie als Parasiten und Raubtiere.
Warum ist die 4 rot? Müssen wir uns wahrscheinlich merken. Dann vermehren sie sich. Dank dieser biologischen Merkmale sind sie ideale Kandidaten für die Biowaffenforschung. Ansonsten wurden keine Änderungen beobachtet. 10. Februar 78. Seit Verabreichung von Tee sind 7 Tage vergangen. Größe rapide verdoppelt. Erste Anzeichen der Verwandlung. Verwandlung. Vermehrung erfolgreich. Ihre Anzahl verdoppelt sich in einer Stunde, aber ihr Heißhunger führt zu Kannibalismus. Schnellfuttermenge erhöht, aber 2 wurden gefressen. Bleiben also noch 6 übrig, ne? 7. März 1978. Habe ihnen Lebendfutter gegeben, aber die Hälfte verloren, weil Lebendfutter sich wehrte. Nett. Die Egel lernen jedoch aus Erfahrung und gehen zu gemeinsamen Angriffen über. Keine Anzeichen mehr von Kannibalismus. Ihre Entwicklung übertrifft alle Erwartungen. 22. April 1978. Individualität der Egel selbst bei Fütterung nicht mehr präsent. Sie bewegen sich als Gruppe. Fressen mit erstaunlicher Effizienz alles, was ich ihnen gebe. Markus, ey. 30. April. Ein Mitarbeiter hat meine Experimente entdeckt. Sind Menschen als Futter geeignet? Reagieren die Egel. Ich glaube, das haben wir gesehen, was daraus entstand. 3. Juli. Ein denkwürdiger Tag. Heute haben sie mich nachgemacht. Sie erkennen also ihren Vater. Wunderbare Kinder. Ihr gehört mir allein. Mein Gott, was bist du ein kranker Freak, ey. Also echt. Mein Gott, Markus. Keep out. Da ist voller Giftgas ist, wurde der Sicherheitsmechanismus aktiviert. Okay. Es scheint sich um ein Gerät zu handeln, mit dem Gas ins Zimmer neben angepumpt wird. Im Moment ist das Gerät leer. Ah ja. Sieht aus wie eine Chemikalie. Sie brauchen einen Behälter zum Transportieren. Ach, aber Rebecca hat doch sowas. Ja, aber das Ding ist jetzt, wo ist dieser nächste Aufzug? Die Tür da ist auch offen. Okay, dann gehen wir hier erstmal rein. Oh mein Gott, dieses Labor ist echt interessant. Also auch mal anders, irgendwie eine andere Atmosphäre hier. Ha! Und da ist der Aufzug, den ich gesucht habe. Perfekt, das heißt aber auch, dass wir hier... Ah, Zombies! Erstmal Zombies platt machen. Testen. Ah, der ist aber da dran. Nein, 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 nein. Oh, die schießt aber viel schneller. Oh, die waren aber nah dran hier. Der schießt viel schneller. Das ist gut. Das ist gut. Weil er ist nämlich im roten Bereich und ein Treffer. Kann schon das Ende bedeuten. Ah, die Waffe ist geil. Die neue Waffe ist episch. Ja, komm, steh auf. Ist okay. Nicht nachladen, bist du verrückt? Boah. Der ist verrückt. Der ist einfach verrückt. Okay, hier sind Zombies. Noch irgendwo? Die sind beide tot, okay. Das Regal steht vielleicht... Giftig aussehender Chemikalien. Alle Etiketten wurden abgerissen. Aha. Okay, was ist hier? Das Regal ist mit verschiedenen Chemikalien gefüllt. Die wurden scheinbar für Operationen benutzt. Was ist das? Diese Tür ist mit einer Büste von Markus verziert. Der Sockel ist eine Öffnung für irgendein Objekt. Das sieht so aus wie so ein Egel, ne? Das heißt, das, was wir hier drinnen haben. Okay, aber wir müssen diesen Verdünner machen. Ein Heilspray! Ja, ich glaub's ja nicht, ey. Das Spiel ist endlich mal nett zu uns. Ein Heilungsspray. Ja, wie geil, okay. Der OP-Tisch wurde umgeworfen. Das ist scheinbar erst vor kurzem passiert. Da steht hier einfach ein Heilungsspray rum. Ich glaub's ja nicht. Oh Gott, was...
was ist das denn? Auf dem OP-Tisch liegt irgendein mysteriöses Ding. Die Spüle ist alt und verrostet. Sehr schmutzig. Was ist das hier? Sieht aus wie eine Art Chemikalie. Okay, das ist scheinbar für Rebecca. Oh, ist das eklig hier. Ich hasse ja so OP-Geschichten, ne? Gut, da liegt noch ein Dokument. Untersuchungsbericht. Dr. Markus, Mitbegründer, mit Präsident Spencer von der Umbrella Corporation, vor 10 Jahren verschwunden. Die Ergebnisse seiner Forschung wurden seither unter Verschluss gehalten. Der Grund wurde hier in der von Dr. Markus geführten Ausbildungsstätte deutlich. Nun, nicht direkt hier, sondern im Keller. Alles wurde klar, als wir dorthin gingen. Wie fanden wir den Bereich für Dr. Markus Arbeit mit einem T-Virus-Prototypen namens... Wir fanden den Beweis für Dr. Markus Arbeit an einem T-Virus-Prototypen namens Progenitor. Scheinbar nutzte er jahrelang Mitarbeiter des Unternehmens als Versuchskaninchen. Nett. Wir wissen nicht, wie viele er für seine Arbeit missbrauchte, doch den Indizien zufolge waren es mindestens 20 Personen. Einige wurden absichtlich getötet, um das schreckliche Geheimnis zu wahren. Boah. Der derzeitige Aufenthaltsort des Doktors ist unbekannt. Angesichts des rapiden Wachstums der Umbrella Corporation in der letzten Zeit vermute ich stark, dass diese Forschung noch läuft. Ja, sein Experiment lebt und wächst im Geheimen. Diese Dinger, die Früchte seiner Arbeit, sind überall in der Anlage. Ja, die Igel. Die restlichen Seiten des Notizbuchs fehlen. Boah. Echt interessant hier, ey. Die Spüle ist alt und verrostet. Sehr schmutzig. Okay, das heißt aber auch, dass wir hier Sachen an Rebecca geben können. Das ist gut. Zur Bibliothek schicken. Genau. Dann müssen wir erstmal... Boah, ich würde gerne speichern. Können wir hier speichern? Das haben wir jetzt noch zu Rebecca runtergeschickt. Können wir speichern? Wartet mal. Wir können mit Rebecca speichern. Aber da läuft der Igel rum, oder? Wir könnten auch selber speichern. Ja, ich will das speichern. Ich habe irgendwie das Bedürfnis zu speichern. Ich weiß auch nicht. Ich weiß, das ist jetzt doof, wenn man alle Viertelstunde speichert, aber ich habe Angst. Können wir die mitnehmen? Die können wir jetzt theoretisch mitnehmen, ne? Und unsere Schrot damit aufladen. Machen wir, komm. Nimm die Muni mit und lad das Ding hier nach. Kombinieren. Damit. So, das war jetzt wieder voll. Aber wir können ja speichern. Ich hoffe, dass jetzt hier nichts wieder aufsteht. Okay, das ist auf dem anderen Stockwerk. Jetzt hört auf, mich zu erschrecken. Mann. Den machen wir jetzt gleich mit Rebecca fertig. Den anderen. So, genau. Da haben wir jetzt hier das grüne Kraut. Das können wir auch nach Rebecca runterschicken. Wir sind so vollgepackt, ne? Das ist irgendwie doof. So. Aber wir können speichern. Da ist eine Schreibmaschine. Ablegen. Das ist ein bisschen nervig. Aber ist okay. Ist halt Resident Evil, ne? So, speicher bitte. Mann. Dass wir den einen Igel da gelegt haben, ey. Boah. Schon 23 Mal gespeichert, ja. In 13 Folgen. Aber das ist halt das Blöde, wenn man alles nachspielt, muss, wenn man verliert, ne? Wenn man stirbt. Das ist echt ein bisschen doof. So, ich würde ja gerne... Mann, das ist jetzt echt doof. Ich würde gerne das Kraut erstmal mitnehmen. Aber wir brauchen doch auch dieses Ding. Nee, wisst ihr was? Das scheint später zu sein. Nimm das Kraut, schick es an Rebecca. So. Alles klar. Dann machen wir ihr unten
Wartet mal, wo war das Rote? Wo war das Rote? Ja, wo war das rote Kraut? Das war draußen, ne? Oh Gott, das war komplett draußen. Da war das. Aber schick sie trotzdem runter. Ah, die geht ja nicht. Wo war der Aufzug, verdammt? Der war hier vorne drin. Ja, okay. alles klar. Okay, das heißt, wir können hier nochmal durch, genau, da nochmal durch. Und, genau, hier ist er doch. Ach so, die Warnlampe blinkt. Okay, das heißt, wir müssen erst mal zu Rebecca wechseln. In der Bibliothek hier. Das war doch hier. Ja, okay. Alles klar. Genau, darin befindet sich etwas. Das ist ein Molotow-Cocktail. Den kannst du gut gebrauchen. So. Gut, dann können wir wieder wechseln. Zur Bibliothek schicken, jawohl. Gut, dann schicken wir ihr mal das grüne Kraut runter. Ja, das ist jetzt echt Item-Management hier, ne? Okay. Und dann wieder zu Rebecca. Und hier wieder. Gut, da befindet sich etwas. Grünes Kraut mitnehmen. Gut. Wartet mal, Freunde, mein Handy vibriert die ganze Zeit. Ich mache mal eine kurze Pause. Also bis gleich. So, da bin ich wieder. Und, Speicher werde ich jetzt nicht nochmal. Ich bin guter Dinge, dass wir den Typen jetzt erledigt kriegen beim ersten Mal. Ausrüsten. So. Bibliothek, wo müssen wir hin? Wir sind falsch. Wir sind komplett falsch hier. Müssen hier rein, oder? Hier hinter ist der, oder? Dahinter wird er sein. Okay, machen wir uns bereit. Zielen direkt und schmeißen, oder? Wo ist er? Da hinten ist der. Okay, da hinten ist er. Da hinten ist der Spacko. Da kommt er. Das ist... Nein! Scheiß Kamerasicht. Da kommt er. Okay. Und schmeiß den Molotow-Cocktail. Aua. Und nochmal. Aua. Und nochmal. Komm. Wow. Oh, wir haben ihn. Boah, wir haben den. Wir haben ihn und wir sind orange. Es geht sogar noch. Oh, das geht sogar noch. Sehr schön. Alles klar. Das heißt, wir haben den jetzt erledigt. Sehr schön. Das heißt, wir können jetzt hier mit dem Aufzug fahren und uns mal dieses Kraut holen. Und zusammenmischen. Ah, sehr schön, Freunde. Sehr cool, das hat geklappt. Wunderbar hier, das hat echt geklappt. Okay. Alles klar. Dann gehen wir wieder raus und misch das Kraut zusammen. Wir hier sind jetzt Zombiehunde. Also dann fresse ich Besen. Nichts, okay, wunderbar. Rüste die Waffe aus. Ja, war das doch hier vorne, ne? Das rote... Ja, das rote Kraut. Von den Klippen aus breitet sich ein toller Blick über den See. Ja, ganz toller Blick, wenn wir den nicht genießen könnten, ne? Ja. Ach, Rebecca. Nimmst du bitte das Kraut? Danke. So, rotes Kraut mit dem... So, dann haben wir hier... Kombiniere damit... Werde ich aber noch nicht benutzen. Wir sind nämlich noch orange. Das ist zwar nicht gut, aber ich würde gerne noch einen Treffer abwarten und dann das Kraut nutzen, weil es ist doch gut, mal ein Kraut im Inventar zu haben und nicht direkt nutzen zu müssen. Weil mit der Heilung geizen sie hier so ein bisschen.
Das ist echt dumm von dem Spiel. Aber gut, ist halt, ja, was soll man da sagen? Das macht das Spiel halt spannend. Ne? Gut, dann haben wir noch 5 Minuten. Wie machen wir denn jetzt hier weiter? Ah, guckt mal. Sieht das wie eine Art Chemikalie? Ins Mischset geben. Ja, dann gebt das mal ins Mischset. Die grüne Chemikalie ist bereits im Mischset. Ja, gebt die mal hier zu. Die rote und grüne Chemikalie wurden zu einem Verdünner vermischt. Ein Gerät zur Ergabe einer Kombination. Aber da etwas fehlt, kann es nicht benutzt werden. Ui. Noch eine Vollheilung. Ja, das ist ja sehr nett. Das ist ja sehr nett vom Spiel. Da liegt ja auf einmal eine Vollheilung rum. Alles klar, kombinieren. 2 Heilungen im Inventar. Ein seltener Anblick. Da ist die Statue einer Frau. Sie scheint auf die Tür zu starren. Okay, das würde ich eigentlich gerne speichern, aber nein. Das wird jetzt nicht gespeichert. Wir gehen wieder raus hier. Ach, oder nein, Quatsch. Was mache ich denn da? Was mache ich denn da? Geh wieder rein. So. Ja, geil. Also das heißt, wir haben jetzt endlich wieder ein bisschen Heilung. Nee, hat ja gar nicht lange gedauert, ne? Hä? War ich jetzt doch richtig da drin, oder was? Ja, ich war doch richtig. Verdammt. Scheiße. Gut, egal. Das kostet ja nicht viel Zeit hier. Das hier kein... Okay, hier ist wieder Musik. Das ist so gut, dass wir die Igel erledigt haben, ne? Richtig gut. So, zum OP-Raum schicken. Ja, wobei, doch. Schick Billy eine Heilung hoch. Hm, die wird er brauchen. So. Genau. Cool sieht das aus. Okay. Interessant gemacht auch, ne? Dass wir hier total getrennt sind und alles. Billy? Dir geht zwar noch gut, aber hier hast du trotzdem eine Heilung. Befindet sich etwas. Jo, nimm die Heilung, Kräutermix. Und wir müssen dann jetzt diesen Behälter runterschicken. Haben wir den dabei? Natürlich nicht, ne? Natürlich nicht, weil wir voll sind. Warte mal, dann lege ich mal die Muni hier ab. Wo ging es hier raus? Es ging hier raus, ne? Ja, glaube. Mhm. Dann werde ich mal diesen Behälter holen. Für Rebecca. War ja hier durch. Ich hoffe, dass ich mir den Weg jetzt eingeprägt habe, aber sollte. Müsste eigentlich. Ja, ja, genau hier. Wunderbar. Da sind wir doch schon. Bei dieser Gondel. Genau. Wunderbar. Genau, hier diesen Behälter, den brauchen. Hier ist auch gar kein Farbband mehr, sehe ich gerade. Okay, das heißt, die gehen uns langsam aus. Aber okay, Freunde. Alles gut. Aber ich sehe gerade auch, wir sind am Folgenende schon angekommen. Ich werde jetzt allerdings als letzte Aktion noch dieses Gefäß runter zu Rebecca schicken. Damit sie das dann in der nächsten Folge mischen kann. Und dann hoffentlich eine Igel-Skulptur da rausholen kann. Und damit können wir dann was machen. Gut, liebe Freunde, da würde ich einfach mal sagen, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder ein Abo da. Lasst die Glocke läuten. Würde ich mich sehr freuen. Also jetzt gerne weiter den Kanal. Und ja, wie es hier da weitergeht, sehen wir da beim nächsten Mal. Und ja. Dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Ne? Tschüss.